Oh mein Gott. Nate. Hey, Nate. Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich habe mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Und da wären wir. Wow. Dieses Haus ist ja riesig. Kapitel 16. Die Drake-Brüder. Finden wir mal einen Weg hinein. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 End of Thief. Achso, ich bin recht. Ich wollte gerade mit dem linken steuern. Okay, aber bitte ohne Wachhunde. Das wäre nämlich nicht so doll. Also, das ist schon mal der Haupteingang. Da wird es wohl nicht reingehen. Kommt man denn hin, wenn man hier entlang geht? Ja, vielleicht. Ja, und wo gerade alles noch so richtig schön funktioniert hat, ist es jetzt auch schon wieder am Haken, sobald ich das nächste Kapitel anspiele. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist im Moment ein totaler Fluch. Ich kann nur hoffen, dass das spätestens... Ach, da oben ist er. Dass das spätestens, ja, in den nächsten 10 Aufnahmen oder allerspätestens bei der nächsten Uncharted-Folge. Eine, stimmt. Eine können wir ja noch, einen Teil meine ich, nicht eine Folge. Einen Teil können wir ja noch aufnehmen auf dem PC. Ja, Folge mir ist gut. Achso, da hinten muss ich aber hin, ne? Wo ist der denn überhaupt hin? Ist der da hoch? Ja. Komm, Nathan. Ja, dann geh endlich. Wenn du immer wieder alles blockierst. Der war damals, als Kind war der schon so brachiat, dass der immer überall im Weg gestanden hat. Ach, das bin ich. Ich dachte, das ist ein Wachmann. Oh. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch eine. Komische Taschenlampe. Und... suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Magazinen, Aufzeichnungen aller Art. Hier drin ist nichts. Das sieht aus wie eine alte... ja, Ausrüstung will ich jetzt nicht sagen. Ein Teil einer Ausrüstung von jemandem vom Militär. Da ist was. Miss Evelyn, mein Name ist, oh Gott, Kenichiro Namba. Ich war letzte Woche in der Adventures Lodge bei ihrem Vortrag. Zu ihrem neuesten Fund, dem Rüstungssatz aus der Tokugawa-Ära, den sie vor der Küste Okinawas in ihren Besitz gebracht haben. Ihre Präsentation war äußerst faszinierend, obwohl mich der herablassende Ton der Fragen aus dem Publikum überraschte. Ich finde, die Anerkennung und den Respekt für geleistete Arbeit sollten nicht von ethischer Herkunft oder Geschlecht abhängig sein. Ich vermute, dass wir beide dieses Problem kennen. Ich schreibe Ihnen heute, weil sich seit kurzem eine französische Turnierrüstung in meinem Besitz befindet. Ich bin mir jedoch nicht hundertprozentig sicher, was die Datierung oder Herkunft angeht. Falls es Ihre Zeit erlaubt, würde ich mich freuen, wenn Sie mir mit Ihrer Fachkenntnis zur Seite stehen könnten. Bitte entschuldigen Sie mein dreistes Anliegen, aber ich werde nur noch für einen Monat in dieser Stadt sein. Im September werde ich nach Island reisen, um eine Wikinger-Grabstätte zu untersuchen und würde es bedauern, wenn ich vorher nicht mit Ihnen gesprochen hätte. Ich wohne derzeit im Lennox, falls Sie mich kontaktieren möchten, was ich aufrichtig hoffe. Mit den besten Grüßen, Kenichiro Namba. Okay, das bringt uns jetzt aber auch nicht so wirklich weiter. Ist hier hinten noch was? Nee. Ja, ach, geh doch einfach da hoch, Mann. Controller. Man kann nicht mit ihnen, aber auch nicht ohne sie. Oben ist noch ein Fenster. Stehst du da im Weg rum, sodass ich... Achso, Moment.
Ah, da war noch was. Nein. Hier unter dem Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Ja, boah, geht. Alter, geh doch mal aus dem Weg hier. Oh. Bist du doch mal zu was nütze. Ab nach unten. Okay. Und wie finden wir sie? Was? Haben sie Notizbücher? Weißt du, ich bin... Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Ich will ja wirklich nichts darauf beschwören, aber kaum ist man irgendwo durch ein Loch runtergesprungen, schwupps, auf einmal funktioniert wieder alles. Ich würde es niemals begreifen, glaube ich. Aber was ich eigentlich vorhin sagen wollte, na bitte, aber er wird jetzt was sagen. Ist Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Ja, man kann es umdrehen. Nein, das ist nicht von Mom. Relikte. Okay. Na gut. Was ich eigentlich sagen wollte, dass ich hoffe, wenn der neue PC da ist, dass dann alles wirklich funktioniert. Es sollte eigentlich nicht an der Rechenleistung liegen. Also das schafft mein PC eigentlich locker. Aber, naja. Oh, hier geht's weiter. Schlafzimmer? Zumindest Schlafzimmermöbel, Kinderzimmer oder sowas. Hier hat doch gerade irgendwas geleuchtet eben. Allstars. Ja, aber da hatte doch was geleuchtet. Lieber Eddie, Grüße aus Peru. Ich hoffe, mein Brief kommt sicher bei dir an. Hier gibt es kein Postamt, nur einen kleinen Flecken Gras, der als Start- und Landebahn dient. Und langsame Boote, die den Fluss Manu hinauffahren. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen, als wir gestern Brüllaffen gesehen haben. Hellorangefarbene, sehr neugierige Kreaturen mit ausdrucksvollen Gesichtern. Obwohl ich ihre Laute nicht direkt als Brüllen bezeichnen würde, klingt es wie ein Orkan gemischt mit dem Gebrüll eines Löwen. Wäre es nicht illegal und gefährlich, würde ich einen als Haustier für dich mit nach Hause bringen. Ja, gefährlich auf jeden Fall. Deine Mutter ist sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen für die morgige Exkursion in den Dschungel, wo wir hoffentlich unsere Forschungen abschließen können. Sie sendet liebe Grüße. Ich verspreche dir, dass wir dich auf unsere Reisen mitnehmen werden, wenn du älter bist, damit du die große, weite Welt selbst entdecken kannst. Sei lieb zu Großmutter. Lerne fleißig. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Alles Liebe, Dad. Hey, erinnern dich die Kisten an etwas? An jedes unserer Häuser? Genau. Ich weiß noch, wie Dad immer sagte, warum überhaupt auspacken? In einem Monat ziehen wir eh wieder um. Yep, immer schön arschig. Immer schön arschig, naja. Ich meine, man kann es ja nachvollziehen, ne? Wenn man viel reist und immer wieder viel umzieht, wobei Umziehen natürlich negativ ist. Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Hm, klar ist es das. Richtig? Richtig. Na, bin ich noch nicht so von überzeugt. Ich meine, unser Bruder scheint ja nicht so viel Ahnung zu haben wie wir. Außer von den Namen der Dieben. Ach, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Was zum Teufel? Das ist so eine Art Sarkophag. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam, die sind echt. Was ist das hier? Tja, finden wir es heraus. Ja, der war damals schon so drauf. Okay. Oh, leucht mir doch nicht direkt ins Gesicht. Hey, tu mir einen Gefallen. Alter. Wenn ich sterbe, begrabe mich in so einem. Klar. Mit mumifizieren und deine Organe im Glas aufbewahren? Hab's mir überlegt.
Lieber nicht. Ich denke mal, dass wir nach oben müssen, oder? Na, ich guck oben noch mal eben weiter. Hallo? Hey, erkennst du das? Sowas habe ich schon mal gesehen. Wegen der Figur. Etruskisch. Ah, stimmt. Mann und Frau. Gemeinsam begraben. Irgendwie finster. Auf eine ziemlich coole Art. Ja. Sieht aber alles sehr ägyptisch aus, was hier oben ist. Ist aber leider nichts zum Anklicken. Moment, hier kommen wir auch nochmal hoch. Aber... wir haben einen Schatz gefunden. Sehr schön, wenn man das denn so nennen kann. Okay, warum guckt er jetzt schon wieder hier? Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Das ist ein verdammtes Museum hier. Gibt es auch einen Dinosaurier-Trakt? Das wäre doch mal cool. Hier ist noch eins. Nein. Ich glaube, es ist ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks. Schon immer. Ja, genau. Nur, dass deine Scherze noch nie lustig gewesen sind. Okay, hier ist auch nichts mehr. Ach, ich dachte, da blinkt was. Nicht? Hey, Nathan, schau mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. Okay. Hier kann man anscheinend... Oh, Moment, da war gerade was. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Feiern Sie mit uns in der Adventures Lodge. Ach, das sagt mir doch was. Unsere jährliche Weihnachtsgala. Okay. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei, Charles. Okay. Aber dann scheinen hier doch noch Leute zu wohnen. Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Definitiv Irland. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. No, wäre aber mal cool. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. Und viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Ja, aber ich denke mal, dass wir da jetzt... nicht den ganzen Tag lang. Das habe ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? Es ist irgendwie unglaublich. Zu Lhasa. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Gibt's den Ort wirklich? Das hört sich ein bisschen komisch an. Soll ich hier doch noch was? Nee, Moment, hier ist noch was. Hey, sieh mal. Was heißt da drin? Okay. Da kommen wir nicht durch. Das ist wahrscheinlich Tür nach draußen, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da steht eine Schreibmaschine. Hey, bist du
etwas zu jung für so etwas. Bist du nicht etwas zu alt für diesen Witz? Man ist nie zu alt. Okay. Der wurde gesäugt. Rechts ist noch was. Ist hier auch noch irgendwas? Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Ja, das denke ich auch. Wir haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Okay, hier ist nichts mehr. Dann schauen wir mal. Scheint auch nichts zu sein. Oh, ist das eine riesige Hütte hier. Wow, Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Hat aber nie geklappt. Okay. Oh Gott, das war nur ein Flügel oder was? Oh. Echt jetzt? Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Warum nicht? Oh Gott, aber das sieht so, ich meine, hier ist wieder alles eingepackt, das sieht doch aus, als ob keiner mehr hier wohnt, ich weiß es nicht. Ach so, klar, wir können die Musik jetzt natürlich nicht hören. Oder doch? Kann man die auch ausschalten? Das Leben in der Bude. Seit wann magst du klassische Musik? Hallo, ich bin ein Mann mit vielen Facetten. Ist das ein Brief? Was davon übrig ist? Erlauben Sie dem Sarkophag, sich Niemand zu den... Ihre Sachen kaufen. Sie Darf ich auch mal zu Ende reden? Sie ja nicht. Erlauben ich Sie dem Sarkophag, dem sich zu den Seinigen aus Amenhoteps Gruft in unser Museum zu gesellen. Ich kann Ihren Widerwillen gut verstehen. Schließlich haben Sie ihn vor uns gefunden. Unser Angebot ist jedoch mehr als großzügig. Ich kann Ihnen versichern, dass er mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Respekt behandelt und ausgestellt wird, entsprechend dem Aufwand seiner Bergung. Jahrelang haben Sie zu Hause seine Pracht genießen können. Es ist an der Zeit, sie mit dem Rest der Welt zu teilen. Ich hoffe, Sie werden mein Angebot überdenken. Hochachtungsvoll, Peter K. G.R. Akquisition. Ja, hier unten ist auch nichts. Wir finden hier viele schöne Sachen, aber nichts, was wir tatsächlich brauchen. Samurai! Das Wappen. Spielkind. Malvenblätter sind, warte, nicht sagen, Tokugawa. Ja, das stimmt. Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das alles entdeckt hat? Okay, ich glaube nicht, dass Moms Tagebücher hier sind. Gehen wir nach oben. Du sollst doch nicht ins Fenster reinleuchten. Achso, das war hier. Ja, das wäre auch das nächste, wo ich jetzt hingegangen wäre, nach oben. Moment, was hatte der da gerade vor der Brust? Eine Turnierrüstung. Ach so. Französisch. Sah aus wie ein Zettel von oben. Ja. Geht der jetzt rein oder nicht? Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein. Ja. Guck du schon mal danach. Ich guck mal, ob ich hier... Oh, hier ist noch was. Verschlossen. Und wie sollen wir jetzt da reinkommen? Ich meine, ich würde ja jetzt spontan sagen, klettern, aber... da hinten kann man auch noch mal hoch. Hey, der Lüftungsschacht. Da oben. Der Lüftungsschacht. Lass mich doch mal kurz gucken. Hier ist alles zugemüllt. Okay. Oh ja. So kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht viel. Du. Was? Ich komme nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein?
Schaffe ich das? Da ist eine Alarmanlage dran, oder? Ja, und wie soll ich da hochkommen? Erklärst du mir das auch mal? Was denn? Ah. Ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Das ist auch. Wie lange muss ich das denn schütteln? Oder ist das nur, dass ich schütteln kann? Besser? Ah, ich denke mal, das ist jetzt das Letzte, oder? Ich schüttel noch einmal. Ja, jetzt wird es auch nicht mehr besser. Okay, und was mache ich damit? Ja, weiter, weiter, weiter. Aber trotzdem, da ist eine Alarmanlage, wenn ich es richtig gesehen habe. Also... Es kann natürlich auch ein Rauchmelder sein. Sieht eher wie ein Rauchmelder aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Es scheint ein Rauchmelder zu sein. So. Oh, das erinnert mich an irgendein Spiel. Ich weiß nicht mehr, was es war. Da musste man auch so durchkrabbeln. Da kamen dann irgendwelche Viecher aus den Wänden. Ups. Okay. Okay. Bin drin. Willst du die Tür öffnen? Warte. Codein? Codeinphosphate? Von hier ist sie auch verriegelt. Oh je. Ein richtiges Krankenzimmer hier. Sind wir da? Komm. Okay. Ein Schlüssel. Wo soll denn hier ein Schlüssel sein? Hab ihn. Okay. Ich frag demnächst auch gar nicht mehr. Ja, ja. Was haben wir denn hier noch? Evelyn, ich hatte gehofft, dass ich diesen Brief nicht schreiben müsste. Ich hatte gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden. Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren deiner wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre. Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Scheck geschickt hast, wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war. Ich brauche dein Geld nicht. Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht. Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen. Es beleidigt unser beider Intelligenz vorzutäuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte. Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte, als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen. Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt. Ich tue es nicht. Ich bete, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast.
aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder. Edmund. Echt traurig. Ja. So, mal schauen. Können wir da eigentlich... Nee, da können wir anscheinend nicht aufschließen. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Wie viel denn noch? Man muss doch hier endlich mal zum Ende kommen. Achso, die. Ja, haben wir da jetzt einen Schlüssel für? Oh, dreh dich doch mal. Okay. Wow. Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Ja, wenn ich mich denn... Jetzt darf ich mich wieder bewegen. Hallo? Nein. Okay. Wikinger-Schätze. Das brauchen wir nicht. Ich denke mal, dass wir irgendwie... Was hat er gesagt? Ein Tagebuch von unserer Mutter finden? Also finden sollen zumindest. Wow. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Evelyn hat einem Sammler eine Erstausgabe von Schauplatz der englischen Seeräuber abgekauft, mitsamt einem Stapel Dokumente aus dem 18. Jahrhundert. Unter ihnen habe ich einen sehr faszinierenden Brief von Joseph Burns gefunden, der nicht nur zugibt, ein Mitglied der Besatzung von Henry Averys Schiff zu sein, sondern möglicherweise auch noch auf einen von Averys riesigen Schätzen hinweist. Auf was sonst sollten sich die Reichtümer des Paradieses beziehen? Oder kenne ich so einiges. Wenn er diesen Brief aus dem Gefängnis geschickt hat, hatte er den Schatz eindeutig nicht bei sich. Also, wo ist er? Wir müssen seine Spur bis zur Quelle zurückverfolgen. Henrys Angriff auf die Gangi Savai. Bildunterschrift Joseph Burns, Kartenunterschrift, letzte bekannte Sichtung. Notiz über den Brief, was sind das für Markierungen? Okay. Wow. Henry Avery. Ja, der darf ich. Gunsway-Raub. Darf nicht lesen. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Langsam. Hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott.
Er hat euch fast erschossen. Ja, könnten sie noch immer. Also, würden sie... Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß, vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Oh, heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Hey. Hey. Sam? Ma'am? Hier ist die Polizei. Okay. Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Wo ist er? Da. Beeilung. Warte. Nix, warte. Der soll sich bewegen. Sonst komme ich hier nicht weg. Los. Ja, jetzt geht er hoch. Mann. Autsch. Ich hab dich. Spring einfach. Ja, geh. Los. Spring hoch. Der Schornstein. Komm schon. Ich komme. Verdammt. Das hat ganz schön gedauert.
Ist der jetzt hin? Da. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Der lässt sich jetzt ernsthaft vor denen da runter? Okay. Hey, Finn! Alles okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Hier lang! Die werden wir los! Ich sehe hier gerade nichts, es ist alles so dunkel. Komm nach hier oben. Ja, da sind sie. Hört dich. Komm, los. Rufen Sie Verstärkung. Hab ich schon. Letzte Warnung. Auf den Boden. Hände über den Kopf. Nein, ihr schießt nicht auf kleine Kinder. Mist. Och, lauf, Mann. Spring doch ein bisschen höher. Ist ja überhaupt nicht übertrieben hier. Nathan, hier drüben! Lauf, lauf, lauf! Los, der Müllcontainer! Okay. Geh hoch! Steig auf! Los, komm! Los, halt dich fest! So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht. Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die war krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Nathan? Vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen, wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake? Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker, Abenteurer, hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen.
Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber es war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen, wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Na, warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine, danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los.